Gemeinsam mit Patrick Wimmer und der Arminia aus Bielefeld bis zum Champions League Sieg. Das Ganze wollen wir uns für diese Folge vornehmen. Eine weitere SDG in der Bundesliga mit der Arminia. Und damit auch Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ein Special Video, denn Patrick Wimmer höchstpersönlich, der österreichische Superstar bei Arminia Bielefeld, hat eine kleine Nachricht für euch. Die seht ihr jetzt dann im Anschluss vom Intro. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir 1500 Likes. Checkt sehr, sehr gerne auf jeden Fall die Social Media Kanäle von mir und natürlich viel, viel wichtiger von Patrick Wimmer ab. Sein Instagram-Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Meiner ist darunter. Checkt das gerne ab. Wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da und ansonsten Film ab für Patrick Wimmer und danach wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Servus, liebe Lechers Army. Hier ist der Wimsi. Der Chris hat mir geschrieben, dass er eine SDG mit Bielefeld macht und da hoffe ich natürlich, dass ich von Anfang bis zum Schluss dabei bin und ja, dass wir die Champions League gewinnen. Hey, schönen Gruß und haut rein. Mit der Nachricht von Patrick Wimmer starten wir also in diese Sprint to Glory. Ihr seht nach 3 Spieltagen 4 Punkte bei uns auf dem Konto. Geholt haben wir diese 4 Punkte einmal gegen Freiburg. Das war dann leider bei einem Unentschieden nur ein Punkt. Dann aber schlagen wir Kräuter Fürth und verlieren ganz knapp gegen die Eintracht. Das war also zu Beginn direkt alles mal mit dabei. Für alle, die dies interessiert, ich habe mich auch um einen Jugendscout gekümmert. 4 Sterne Erfahrung, 5 Sterne Einschätzung, einfach für das Manager-Rating. Denn der Vorstand setzt viel auf Jugend, dann wollen wir das Ziel auch erfüllen. Und dann sehen wir hier unsere Mannschaft in der Startelf. Ihr merkt, es ist unglaublich viel passiert. Patrick Wimmer im rechten Mittelfeld. Mein großes Ziel, ihn bis zum Ende dabei zu haben. Junge, Bro, ich hoffe, du verbesserst dich auch. Das sind zudem unsere weiteren Neuzugänge. Ben Brereton-Diaz, ja, Chilene. Gucken wir ganz kurz drauf. 6 Millionen im Tausch mit Brian Lasme. Dann haben wir hier noch geholt Pepelu, 7 Millionen. Das ist absolut Luxus für uns. Und noch German Berterame, 6,6 Millionen. Ich weiß nicht, da ist wohl kein Tauschstil gelaufen, aber der war so billig, hat sich direkt verbessert. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie das Ganze genau gelaufen ist. Auf jeden Fall ist das unsere Startelf. Es ist in Ordnung. Ich hoffe halt einfach, wir halten die Klasse. Ihr wisst, das ist schwer genug. Wir mussten uns von einigen Spielern trennen. Britel 4,0 Millionen. Der Medina ist dann für 1,45 gegangen. Lausen für 1,9. Klosi 1,65. Auch in der Realität war es für ihn dann leider nichts mehr. Ja, zur neuen Saison wird er keinen neuen Vertrag bei der Arminia unterschreiben. Klosi, absolute Legende, wie ich finde. Castro ging für 2,2 und dann hat es hier schon mit den Neuzugängen begonnen. Und da können wir wirklich absolut zufrieden sein. Diese Mannschaft soll die Klasse halten. Funktioniert das? Ja oder nein? Wir werden es gleich sehen. Zumindest ein kurzer Rückblick auf jeden Fall auf die gespielte Hinrunde und dieser Monat hier, der sah ja richtig gut aus. Die Arminia aus Bielefeld ist einstellig. Zumindest stand jetzt 9. Platz. Wir haben insgesamt 8 Punkte Vorsprung auf Platz 11. Hinter uns dann noch der erste FC Köln. Also es ist stand jetzt wirklich nichts mit dem Abstieg. 12 Punkte zur Relegation. Der direkte Abstiegsplatz sogar 15 Punkte für uns entfernt. Das ist absolut Weltklasse. Damit habe ich nicht gerechnet. Im Pokal war ziemlich früh Endstation gegen den PVB. Naja, Losglück ist was anderes. Da kann man mal verlieren. Das ist unsere Mannschaft, die sich weiter verbessert. Nächstes Jahr nehmen wir die Linksverteidigerposition auf jeden Fall in Angriff und vielleicht auch noch auf der Rechtsverteidigerposition anstelle von Kapitän Brunner. Und ansonsten sind wir erstmal ganz gut gewappnet, wie ich finde. Es scheint fast so, als wäre Leipzig ein absoluter Wunschgegner von uns, denn irgendwie gewinnen wir da die Spiele. Es sieht auch zumindest wieder gut aus. Wir beenden die Saison auch mal mit mindestens 2 Siegen in Folgen so rum. Wir gucken mal ganz kurz. Oh mein Gott! Es sind nicht nur 2, es sind 6 Siege! Oh mein Gott, und von den 6 Siegen 5 Stück nur mit 2:1. Aber im Endeffekt fragt da keiner mehr drüber, ist das Wahnsinn! Bielefeld geht nach Europa. Es tut mir leid, aber ich hab mit allem gerechnet, nur nicht mit der Arminia auf Platz 5. Wolfsburg, Gladbach, Hoffe, Frankfurt, Köln, das alles Teams hinter uns. Ja, abgestiegen übrigens der Vollständigkeit halber Union und Fürth. Mainz muss da in die Relegation und ja, also wir sind Fünfter und es ist mega eng, aber trotzdem, das nehmen wir natürlich mit. Wir spielen nächstes Jahr in der Europa League, also Arminia international, Bayern gewinnt gegen den ersten FC Köln den DFB-Pokal und hier gewinnen sie dann auch die Meisterschaft, dementsprechend das Double. International ist für uns erst nächstes Jahr wichtig, deshalb schauen wir dann auch erst nächstes Jahr drauf. Wimmer 2 Ratingpunkte hoch, Brereton Diaz und Berterame vorne drin, Weltklasse, aber 2 neue Außenverteidiger sollen trotzdem kommen, da kümmern wir uns nächstes Jahr drum, mit hoffentlich dem ein oder anderen Millionchen mehr auf dem Konto. Die Transferphase ist abgeschlossen, die Gegner stehen das erste Jahr international, das erste Jahr Europa mit der Arminia, wir treffen direkt mal auf die Tottenham Hotspurs, dann auf Guimarães aus Portugal und zu guter Letzt Lech Posen. Es ist eine Gruppe
Gruppe, wo wir definitiv mindestens Dritter werden wollen, sodass wir auch in der Rückrunde weiter international spielen dürfen, dann halt ebenfalls nur in der Conference League. Aber im besten Fall natürlich werden wir auch Zweiter und gehen damit ins Achtelfinale der Europa League. Hätte ich gar kein Problem damit. Zum Auftakt 3-3 gegen Leverkusen, dann schlagen wir 3-0 Schalke und 2-1 Dortmund. Also die Mannschaft macht genau da weiter, wo sie im Vorjahr aufgehört hat. Wir hatten knappe 30 Millionen. Die haben wir investiert. Zum einen in Odilon Kusunu, 17 Millionen von Leverkusen. Dann haben wir Devin Rensch für 13 Millionen von Ajax. Und wir haben Joao Mario für 23,5 von Porto. Ihr merkt, wir mussten trotz den 30 Millionen natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Bello 7,5, Ramos 2,4, Brunner 4,55, Nilsson 8,9, Van der Horn 2,05 und das war's. Somit sieht unsere Startelf wie folgt aus. Wimmer hat eine 76 und wir haben damit offiziell die 75, sogar die 76 im Kollektiv erreicht. Es ist eine geile Mannschaft. Weiter vollstes Vertrauen und gucken einfach mal, ob wir vielleicht das kleine Wunder der Vorsaison auch in diesem Jahr wiederholen können. Es gibt halt dabei nur einen großen Unterschied, die Dreifachbelastung. Und wir gucken natürlich gleich mal zurück auf alle Wettbewerbe. Ich kann euch schon mal so viel sagen, wir sind nicht mehr bei allen mit dabei. Ja, in der Bundesliga bleibt man bis zum Ende mit dabei und dieser bleiben wir auch erhalten. Wir haben 29 Punkte und würden Stand jetzt wieder nach Europa gehen. Vor uns Leipzig, Frankfurt, Bayern und Hoffenheim auf Platz 1. Ganz unten haben wir Bochum und der HSV plus Schalke. Die haben maximal 11 Punkte. Also da wird normalerweise nichts mehr anbrennen. Im DFB-Pokal war leider bereits Endstation. Das Ganze hier in Runde 2. Ja, 3-1 auswärts beim Sportclub aus Freiburg. Aber dafür hoffe ich, dass die Europa League gerockt wurde. Und genau so ist es. Oder auch nicht. Doch, genau so ist es. Nur eine einzige Niederlage. Ihr seht es ja rechts. Zu Beginn Tottenham geschlagen, gewonnen gegen Gimaresch und auch gegen Posen. Dann haben wir gewonnen gegen Posen, verloren gegen die Spurs und nochmal 3-2 gegen Gimaresz. Dementsprechend sind wir da bereits im Achtelfinale, können also die Vorrunde überspringen, wo unter anderem halt die Spurs mit rein müssen gegen einen Champions-League-Absteiger mit Club Brügge. Ich denke aber trotzdem, die Spurs sollten da der Favorit sein. Am Ende der Saison wissen wir mehr über Bundesliga, über Conference und auch Europa League, wie Champions League plus natürlich auch DFB-Pokal. Parallel habe ich auch immer mal wieder die Jugend ein bisschen am Laufen und ihr seht hier Angebot von Atletico Madrid. Das hatte ich so auch noch nie. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in der zweiten Saison, haben diese gerade mal zur Hälfte gespielt und dann kommt Atletico Madrid an und sagt, hey, Arminia Bielefeld, euer Trainer gefällt uns richtig gut, den hätten wir gern. Also Wahnsinn, guckt euch die Mannschaft an, wie die sich verbessert. Also wie gesagt, also die können von ganz alleine den Weg in Richtung 80 plus schaffen. Ortega ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber der Rest hat es eigentlich selber in der Hand. Okugawa, ja, der stangiert so ein bisschen, aber das sind halt Dinge, wo wir natürlich dann Jahr für Jahr plus neuem Geld immer wieder nachhelfen können. Das ist auch der Plan. Der Einzige, der gesetzt sein sollte, eigentlich Patrick Wimmer. Aber gut, auch Krüger ist noch vom Anfang mit dabei, genauso natürlich auch Amos Pieper und vielleicht bleiben ja auch mehr als nur Patrick Wimmer bis zum Ende dabei. Zwei Niederlagen zum Schluss gegen die Berliner Hertha und auch gegen den BVB. Da darf man gerne auch mal Punkte liegen lassen, aber nicht unbedingt, wenn es dann gerade drauf ankommt. Natürlich ist der Maßstab jetzt auch hoch. Letztes Jahr direkt für Europa qualifiziert, dieses Jahr reicht es da leider nicht. Aber selbst mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen wäre das eng geworden und wir müssen auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind auf Platz 9. Wir haben 51 Punkte, haben nach zwei Saisons nichts mit dem Abstieg zu tun, haben uns mit dieser Mannschaft etabliert im Bundesliga-Oberhaus und die Spieler gehen unfassbar hoch. Wir wollen nächstes Jahr noch einen neuen Zehner und vielleicht bleibt es dann dabei auch. Oder Ortega könnte ersetzt werden, dass der Keeper, der natürlich für die Zukunft geplant ist, frühestmöglich reinkommt und natürlich dann auch auf langfristige Sicht den Weg direkt mit der Mannschaft mitgeht. Aber ansonsten, sind wir mal ehrlich, ist es eine geile Truppe, die natürlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben sollte, normalerweise, ja. Im besten Fall wird da gar nichts mehr anbrennen, wenn dann nur nach oben. Und das ist unser großes Ziel. Da haben wir ja dieses Jahr gespielt. Gucken wir ganz kurz drauf. Wir stehen mit der Arminia auf Platz 9. Der DFB-Pokal, der geht an Hoffenheim gegen Gladbach. Wir gucken auf den UEFA-Superpokal, den gewinnt Paris gegen Dortmund. Die Champions League geht an Manchester City gegen Real Madrid. Die Europa League geht an Lazio Rom. Und da gehen wir ganz kurz rein, denn im Achtelfinale gewonnen 3-1 gegen Napoli, war dann gegen Latium aka Lazio Rom leider Endstation. Aber trotzdem, Viertelfinale Europa League. Das ist richtig gut. Die Conference League geht an Leicester gegen Gladbach und wir gehen ins dritte Jahr, dass vielleicht ja alle guten Dinge sind drei, das Entscheidende werden könnte. Die Nationalspieler werden immer mehr, ja, das ist natürlich auch die logische Schlussfolgerung, wenn man bedenkt, wie sich unsere Spieler verbessern. Wir haben jetzt mit Iatare einen Neuzugang. Ich zeige euch gleich die Kondition, also hier ja, Richtung Juve ist es ja, waren nur ausgeliehen an Ajax, Kusunu und Iatare, die einzigen zusammen mit
Wimmer, glaube ich, die noch knapp unter der 80 sind. Wimmer aber ist mit der österreichischen Nationalelf aktuell unterwegs und hier haben wir Mohamed Iataren für 25 Millionen, kam der also von Juve. Da gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte, gerade in der Realität, die jetzt ans Licht gekommen ist. Schöpf übrigens wechselt zu Trabzonspor, das war's. Iataren damals völlig alleingelassen gefühlt nach seinem Wechsel von Eindhoven in die Serie A. Dann war er ja lange untergetaucht, dann hat nichts mehr von ihm mitbekommen. Google das Ganze mal, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Das ist unsere Mannschaft, wir spielen ja nicht international, sondern halt eben nur national. Aber da wollen wir mal gucken, dass man vielleicht im Pokal ein Stück weit weiterkommen kann. Der Lieblingsgegner Leipzig ist es dann wohl doch nicht mehr, zumindest nicht über die komplette SDG, denn hier gab es dann mal eine Niederlage, aber auch das gehört ganz ehrlich einfach mit dazu. Wir stehen auf Platz 4, wir haben 32 Punkte, wir könnten um die Meisterschaft mitspielen, Vizemeister, Champions League, Europa League, Conference League, also bei allem, nur nicht mit Dingen, die was mit dem Abstieg zu tun haben. Kusunu, Wimmer auf die 80 hoch, es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben eine so geile Truppe und es fällt mir wirklich Jahr für Jahr extrem schwer, überhaupt noch Spieler zu holen, weil gerade im Sturm müssen wir nichts mehr machen. Die Außenverteidiger sind auch versorgt. Also und dann kommt man halt schon wirklich zwangsläufig zu Spielern, die man entweder A, frisch verpflichtet hat oder B, noch vom Anfangskader mit dabei sind, die sich aber so krass entwickeln, dass es mir schwer fallen würde, die einfach so rauszuwerfen. Ich kümmere mich jetzt um die Jugend, kümmere mich um auslaufende Spielerverträge und alles weitere, was halt sonst noch so mit dazukommt. Und am Ende der Saison sehen wir dann, ob es gereicht hat für erneut Europa oder ob wir uns halt eben noch ein Stück weit gedulden müssen. Da sind wir dann. Und so schnell geht das dritte Jahr dann auch wieder rum und die Arminia ist auf Platz 5. Ja, und das ist die Europa League. Damit bin ich absolut zufrieden. Es ist halt ein bisschen bitter, denn 3 Punkte mehr und man hätte durchaus Vierter oder Dritter sein können. Die Champions League wäre schon im Bereich des Möglichen gewesen, aber da sind wir selber schuld, denn wir haben einfach zwischenzeitlich Spiele verloren gegen Teams von ganz unten, gegen Düsseldorf, gegen Union. Das darf halt so eigentlich nicht passieren, aber gut, halb so wild. Ja, dann nimmt die junge Mannschaft auch die Erfahrung mit. Wir stehen auf Platz 5 und haben auch gut Vorsprung. Also von daher ist das alles richtig schön. DFB-Pokal haben wir hier. Dortmund gegen Frankfurt. Oh, wir waren im Halbfinale. Dann gegen die SGE unterlegen. Kann passieren. Champions League gucken wir drauf. Da gewinnt Atletico gegen Bayern. Die Europa League gewinnt Barca gegen Chelsea. Und die Conference League geht an Valencia gegen Gent. Habt ihr das gesehen? Okay, ja, auch ein überraschender Finalist, wie ich finde. Das ist unser Team, 80 plus, check, wir machen den Haken dran und gucken nächstes Jahr die Transferphase. Was kann überhaupt noch passieren? Ich weiß es nicht. Jetzt könnte man ja meinen, wir sind am 1. September angekommen und es hat alles soweit funktioniert. Ja, man könnte es meinen. Gleich gibt's dazu mehr. Wir treffen auf Slavia Prag in der Europa League, auf Sturm Graz und auf Galatasaray. Ja, wir haben 52 Millionen auf dem Konto. Warum? Zeige ich euch gleich. Wir haben zwei neue, wir haben Justin Bailo geholt für 19 Millionen im Tausch dazu noch Ortega, das ist, denke ich, voll okay. Und Alvarez kam für 35, den ich als Innenverteidiger umtrainieren werde. Der kam von Lazio Rom. Ja, und dann sehe ich gerade, dass der Krüger verkauft wurde. 48,4 und das ist mir komplett durch die Lappen gegangen. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das hätte irgendwie mitbekommen können. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe das Ganze durchschaut, aber irgendwie, keine Ahnung, plötzlich war er weg und ich habe nichts davon mitbekommen. Keine Ahnung. Naja, Krüger ist auf jeden Fall weg. Die Transferphase rum. Und wir gucken natürlich dann, dass wir im Winter halt dafür adäquaten Ersatz finden. Egal ob Zaniolo, Damsgaard, Madueke, Loschek, Doku, wie sie nicht alle heißen. Kein auslaufender Spielervertrag. Und für unsere Erwartungen dann einfach viel zu teuer. Das Ganze traf nicht mehr zu auf Gio Reyna. 47,5 Millionen. Wir sind zwar immer noch am 1. September, aber der Junge hat einen auslaufenden Vertrag, weshalb wir den im Winter sowieso nicht hätten fest verpflichten können. Wobei ihn schon, weil man ja erst per Vorvertrag ab 23, aber jetzt hat er den Vertrag noch nicht verlängert. Bei uns unterschreibt er einen für 5 Jahre und das Geld haben wir jetzt natürlich direkt weg und er kann sich beim BVB weiterentwickeln und somit vielleicht dann nochmal stärker und somit noch mehr wirtschaftlich für uns absolut lukrativ zu uns wechseln. Das wäre natürlich der absolute Wunsch. Gio Reyna ist fix, jetzt ist erstmal Hack, die Hinrunde ist soweit bei uns. Dann wird Reyna auf dem Flügel umtrainiert und ersetzt natürlich dann Krüger, der aus dem Nichts gegangen ist, womit ich wirklich absolut nicht gerechnet hatte. So sieht der Dezember aus und das Ganze noch wohl bemerkt ohne Gio Reyna, der jetzt erst offiziell zum 1. Januar zu uns kommen wird. Wir waren ja nicht in der Champions League, weshalb wir natürlich immer nur ganz kurz dann auf die Tabelle schauen, aber jetzt sieht es gut aus. Jetzt sind wir auf dem besten Weg in Richtung Königsklasse. 2 Punkte trennen uns von Platz 1 und es sind auch nur 3 von der Champions League. Es kann alles passieren. Stand jetzt werden wir qualifiziert, aber 3 Punkte auf Leverkusen, dann werden wir nicht mehr in der Königsklasse. Wir haben hier gewonnen gegen Schalke, Runde 1 gewonnen gegen Leverkusen. Jetzt wartet der erste FC Köln. Wir gucken ganz kurz auf die Europa League.
League. Da sind wir Erster geworden mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden. Ihr seht rechts die ganzen Ergebnisse. Haben wir eigentlich zum größten Teil abgeliefert. Ich bin super zufrieden. Wir bleiben also auch in der Rückrunde weiter international. Und jetzt müsste er doch da sein. Gucken wir mal ganz kurz auf die Bank. Hier ist er doch dann auch. Gio Reyna hat zwar nur weiterhin die 84, aber ja, damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Es ist einfach ein weiterer richtig geiler Transfer für uns. Ich passe auf jeden Fall mal die Positioning Changes und natürlich die Entwicklungspläne an und dann geht es auch schon ans Ende der mittlerweile vierten Saison. Die Saison neigt sich dem Ende zu und ich muss die Simulation abbrechen, denn wir gehen in ein Europa-League-Finale und das erste Mal gegen den FC Liverpool. Wir gehen dann natürlich ganz kurz die Wettbewerbe durch. Erstmal hier, ja, unser ganzer Werdegang. Achtelfinale haben wir gewonnen gegen Marseille mit 3-2. Liverpool schlägt Sporting 5-1, dann wir 4-2 Sociedad. Liverpool 5-3 ist da drin. Ja, hier schlagen wir die TSG 1899 Hoffenheim mit einem 4-3, Liverpool 3-0 RB, also im Halbfinale von vier Teams, drei Deutsche mit dabei. Leider dann nur wir halt im Finale. Aber ganz ehrlich, gegen die Reds freue ich mich riesig drauf. Die Conference League geht entweder an die Wolves oder an Dynamo Zagreb. Die Champions League ist auch noch nicht ausgespielt. Real trifft da auf Chelsea. Dann gucken wir noch auf den DFB-Pokal. Da war für uns Endstation im Halbfinale gegen Mainz. Da hat Hoffenheim dann gewonnen. Und in der Bundesliga ist es nicht ganz die Champions League. Wir sind nur auf Platz 5. Und das heißt für uns jetzt auch, gewinnen wir nicht gegen Liverpool, spielen wir nächstes Jahr halt wieder mal nur, in Anführungszeichen, nur Europa League. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also im besten Fall schlagen wir die Reds und spielen dann natürlich als amtierender Europa League-Sieger nächstes Jahr Champions League. Das ist die Auflösung und es ist so bitter. Oh mein Gott, ein 4-3 in der Verlängerung. Petri, Berti, dann ist es Mané, dann ist es Gelb-Rot Rensch und Brereton Diaz, der uns zurückbringt. Mané, Thiago, Reyna. Liverpool gewinnt die Europa League und mit der müssen wir uns im nächsten Jahr auch wieder nur zufrieden geben. Wir haben schon einige Granaten bei uns in der Startelf. Willkommen in der nächsten Spielzeit und wir sehen als Kapitän Patrick Wimmer. Noch setzen wir auf ihn. Ich wäre auch tatsächlich nicht abgeneigt, wenn er nur auf der Bank mit der Arminia dann die Champions League gewinnt, denn irgendwo müssen wir halt auch unsere Träume erfüllen und das heißt die Mannschaft weiter verbessern. Das haben wir hier geschafft mit zwei Neuzugängen. Zum einen kam Sandro Tonali, auslaufender Spielervertrag für 70 Millionen. Bei Dominik Szoboszlai mussten wir dann hier nur 65 überweisen. Auslaufender Spielervertrag, das sind zwei Deals, die sind absolut lukrativ, das sind Schnäppchen und das heißt auch, unsere Mannschaft ist abgesehen von Innenverteidiger Kusunu und Wimmer überall auf der 85 plus und über Brereton Diaz vorne drin brauchen wir nicht reden. Der Mann ist absolute Weltklasse. Und diese Weltklasse wird wieder mal benötigt in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam. Dann geht's rein gegen Ferencváros und wir haben noch Pacos Ferreiras. Ich freue mich riesig auf die Gruppe. Ich will aber in die Champions League. Und die Dreifachbelastung stellt uns da immer mal wieder ein Bein. Jetzt hoffe ich aber, dass es funktioniert. Wir sehen uns am Ende der Saison. Nee, zu Beginn Mitte. Wobei, komm, Ende der Saison. Machen wir es einmal in einem Wisch durch. Im letzten Jahr das Europa League Finale gegen Liverpool verloren. Da mussten wir es gewinnen, wenn wir noch eine Chance auf die Champions League haben wollen. Ich hoffe, das haben wir diesmal so geschafft. Ihr seht hier die Ergebnisse in der Liga. Ich glaube einfach mal, wir sind unter den Top 4 und könnten in der Europa League lockerer rangehen. Der SSC Napoli wartet also hier. Wir gucken ganz kurz auf die Spiele für uns. 6-2 gegen Genk Napoli, 6-4 gegen ZSKA Moskau. Dann gewinnt der SSC hier 2-1 gegen PSV, wir 4-0 gegen Ajax. Dann gewinnen wir 4-2 gegen den AC Milan und Napoli gewinnt 3-2 gegen Marseille. So kommt dieses Finale zustande. Vollständigkeit halber Saloniki gegen Bergamo. Und in der Champions League, ja, da duellieren sich Liverpool und Manchester City. DFB-Pokal gucken wir auch ganz kurz drauf, der geht nach Leipzig. Und die Bundesliga geht nach Bielefeld und das sogar mit 12 Punkten Vorsprung. Die Offensive hat uns also alles gerettet. 79 Treffer aus 34 Spielen, das ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist eine bombastische Mannschaft und Wimmer war leider verletzt und ist dann halt auch, ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum zur neuen Saison. Abstoßkandidat Nummer 1, nee, Ersatzkandidat Nummer 1. Wir werden ihn auf gar keinen Fall abstoßen, aber wir brauchen halt adäquaten Ersatz. Das alles im nächsten Jahr. Jetzt gehen wir erstmal rein. Es ist in Napoli im RCDE-Stadion. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Ja, da muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall gibt es für uns den ersten Erfolg international. Reyna, Insigne, Hack. Wir schlagen die Neapolitaner und sind damit offiziell Europa-League-Sieger und haben jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, nächstes Jahr als Euro-League-Sieger den UEFA-Superpokal zu gewinnen. Und ob uns das gelungen ist, das sehen wir jetzt. Wir gehen also zurück und wir haben Liverpool geschlagen.
den deutschen Supercup leider verloren gegen Leipzig, dafür aber den UEFA Superpokal geholt als amtierender Europa League-Sieger gegen den amtierenden Champions League-Sieger Liverpool. Dann sind wir mit 7 Punkten nach 3 Spielen gut reingestartet, treffen auf Lyon, auf Malmö und auf Galatasaray und es ist unsere erste Champions League-Teilnahme und dafür hatten wir von vornherein 120 Millionen und das hat gereicht. Zum einen für Bukayo Saka 80 Millionen, Alisson 37 und Tomori 43 im Tausch mit Amos Pieper. Alle drei haben den auslaufenden Vertrag, alle drei in der Startelf. Und der Vorteil dabei ist, wir haben jetzt beispielsweise Alvarez und auch Bello auf der Bank, genauso auch Patrick Wimmer. Liverpool wollte den im Tausch für Alisson. Sie hätten uns sogar noch Geld gegeben, aber nein, der amtierende Kapitän bei uns aus der Vorsaison bleibt auf der Bank. Patrick, du spielst auf jeden Fall bis zum Ende, bis zum Champions-League-Sieg bei der Arminia und ich garantiere dir da, dass wir dich in die Startelf packen und Kapitänsbinde ebenfalls. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, ich denke dran, aber du wirst auf jeden Fall den Henkelpott gewinnen und diese Mannschaft soll jetzt alles daran setzen. Brereton Diaz hat eine 95. Der Chilene ist der absolute Wahnsinn. Es ist eine bombastische Mannschaft, mittlerweile auch in der Kaderbreite und die Champions League sollte eigentlich ein Selbstläufer werden. Die Wintertransferphase, es verlief bis hierhin richtig gut. Arminia Bielefeld auf Platz 1, 3 Siege, 3 Unentschieden, 12 Punkte. Somit wartet im Achtelfinale jetzt Inter Mailand. Wir sind auch bereits bei der Paarung angekommen. Ich habe den Winter jetzt einfach mal übersprungen. In der Bundesliga stehen wir auf Platz 2. Da ist der BVB aktuell ein Stück weit besser als wir. Aber ganz ehrlich, das ist trotzdem alles komplett in Ordnung. Und jetzt gehen wir rein in San Siro und wollen natürlich eine gute Ausgangslage. Auch wenn es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, erzielen wir 3 Treffer. Ja, und es ist dreimal Berthe, Zygankov, Memphis und nochmal Memphis tatsächlich auf der anderen Seite. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert, waren defensiv aber einfach zu schwach. Inter, die Nerazzurri, komplett effektiv. Ja, nach vorne das Ding richtig souverän runtergespielt. Ja, und dann müssen wir halt hoffen, dass wir es zu Hause in der Schüco Arena besser machen. Die Champions League ist zu Gast in Bielefeld. Also, Vollgas, ich hoffe natürlich, dass wir auf der Bielefelder Alm, wie das Stadion International wohl heißt, hier die Nerazzurri, ja, an die Wand spielen. Wie wir es eigentlich im Hinspiel ja auch gemacht haben. Allerdings halt nicht ganz so effektiv nach vorne. 3 Tore sind es erneut und defensiv ist mehr Stabilität da. Auch wenn Arthur noch die Führung erzählt, ist es Berthe, Brereton Diaz und Reyna. Ein 6:4 in der Gesamtwertung also über Inter Mailand. Stamford Bridge, der FC Chelsea wartet hier mit Neymar unter anderem und Ousmane Dembélé vorne, aber es ist eine Mannschaft, ja, die glaube ich nicht ganz so stark ist wie unsere. Würde ich jetzt mal behaupten, Zielinski im Sturm. Keine Ahnung, warum man den nicht mit Kai Havertz tauscht, aber gut, ist ja nicht unser Bier. Gehen wir rein ins Spiel und gewinnen das mit 2-0. Brereton Diaz und wer, wenn nicht Patrick Wimmer, 80. Minute, auch er trifft erstmals in der Champions League. Auf der Bielefelder Alm, so sind wir also wieder zurück, haben diesmal eine bessere Ausgangslage fürs Rückspiel. Normalerweise sind wir durch. Es ist ein 1-1. Havertz mit der Führung. Ganz kurz die Hoffnung für Chelsea, denn ein weiteres Tor und sie wären auf jeden Fall wieder da gewesen. Dann aber Saka in der 86. Vielleicht ein Konter, weil Chelsea ein bisschen was machen musste, aber es war unterm Strich zu wenig. 3-1 über die Blues. El Libertador aka Camp Nou. Der FC Barcelona wartet und Kusunu fehlt aufgrund zu vieler gelbe Karten, aber ich hoffe, dass Alvarez vom Co-Trainer eingesetzt wird. Es ist ein 2-2 in Barcelona. Es trifft wieder mal Berthe. Wer, wenn nicht er und Chiesa auch doppelt auf der anderen Seite. Wieder mal 2 Schüsse, 2 Tore. Es ist echt zum Haare raufen. Aber ja, ein Hinspiel, was wir nicht verloren haben, ist ja schon mal gut. Und ja, wir erinnern uns ja daran gegen San Siro, also gegen Inter Mailand im San Siro. So rum, da gab es ein 3-3. Und im Rückspiel haben wir es dann auch einigermaßen souverän runtergespielt. Schüco Arena, entweder ganz, ganz spät der Knockout in der Champions League, im Rückspiel im Halbfinale oder wir kommen ins Finale. Das letzte Heimspiel in der K.O.-Phase in der diesjährigen Champions League ist, oh, gewinnen wir im Elfmeterschießen in einem spektakulären Spiel. Reyna, Isak ganz spät, dann Frankie de Jong mit der Führung, 117. Wieder Reyna für uns. Und dann sehen wir hier die entscheidenden Elfmeterschützen. Frankie de Jong und Gavi verschießen bei Barca. Bei uns ist es nur Bukayo Saka. Und dementsprechend sah es zwischenzeitlich viel in Richtung Katalan aus. Wir aber haben dann das, ja, das Glück und ja, das Glück des Tüchtigen, dass wir hier mit 5:4 im Elfmeterschießen gewinnen. Nach je Hin- und Rückspiel 2:2. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir stehen im Finale und da treffen wir entweder auf den AC Milan oder den FC Arsenal. Ich freue mich auf beide Teams, egal welches es dann unterm Strich tatsächlich wird. In der Liga können wir die Meisterschaft zwar nicht mehr holen, aber das Double ist trotzdem noch drin. Wir treffen im DFB-Pokalfinale auf den VfB Stuttgart, haben gewonnen gegen Hamburg, dann ging es weiter in Heidenheim, dann haben wir den FCA geschlagen und den FC Bayern München. Jetzt gucken wir nur auf die Champions League. Auf unseren Werdegang müssen wir nicht schauen, der ist bekannt, der aber des AC Milan nicht. 3-1 gegen Dortmund gewonnen, dann ein 3-1 über die Roma, ein 3-1 über Arsenal und jetzt im Finale gibt es hoffentlich kein 3-1 gegen die Arminia aus Bielefeld. Vorher aber ganz kurz, gehen wir in die Schnellsimulation gegen den VfB Olympiastadion und es wird ein 4:0
Das ist der absolute Wahnsinn. Brereton Diaz trifft Doppeltrainer und Yanni Serra. Und damit haben wir den ersten Titel in diesem Jahr nach dem UEFA Superpokal. Ja, eigentlich haben wir jetzt schon das Double. Und eine Woche später wollen wir selbstverständlich gewinnen. Das Ganze gegen Milan und das Ganze auch mit Patrick Wimmer als Kapitän. Und das in der Startelf, denn er soll am Ende bei einem Sieg den Henkelpott in die Luft tragen dürfen. Die Heimspielstätte von Benfica Lissabon, die Arminia aus Bielefeld gegen den AC Milan, wir ganz in Rot, Mailand komplett in Weiß. Ja, das ist vielleicht anfangs ein Stück weit irritierend, aber so ist es eben in diesem Finale. Und im Finale heißt es auch Patrick Wimmer in der Startelf, der sich direkt mal hier richtig gut durchsetzt. Dann haben wir Brereton Diaz und die Idee für eine Flanke, die gut ankommt, und das ist die erste Großchance. Wimmer in der Startelf, Wimmer auch Kapitän und er auch der Grund, weshalb die erste Möglichkeit überhaupt entstanden ist, das 1-0. Fünfte Minute, Brereton Diaz nach Vorarbeit, Dominik Szoboszlai, der vom Eckball also das Ding perfekt reinbringt, und der Chilene ist da, nickt ein und ganz früh gehen wir mit 1-0 in Führung. Und die nächste Möglichkeit, das ist der Abpraller, Dominik Szoboszlai, Vorlagengeber und beinahe jetzt auch die Möglichkeit zum ersten Mal Torjäger in diesem Spiel. Nach 12 Minuten spielt eigentlich nur ein Team und das dreht komplett rot. Eigentlich könnte das auch auf Milan zutreffen in diesem Spiel, aber sind das wir. Das 1-0 geht mittlerweile schon absolut in Ordnung. Wir gehen in die 1-gegen-1-Duelle, versuchen uns nach vorne zu pirschen und das funktioniert ganz gut über die Seitenverlagerung, auch über einen starken Patrick Wimmer, der die Kugel erneut behaupten kann. Und dann wollte ich noch einen Schritt daneben gehen und das Ding vorbeisteuern auf, Szoboszlai war es dann, glaube ich. Aber gut, kann ja nicht alles funktionieren. Wir führen mit 1-0 und von daher ist Stand jetzt alles komplett in Ordnung. Jetzt aber auch Milan das erste Mal. Da müssen wir aufpassen. Wir wollen ja nicht zu hektisch in die Zweikämpfe. Im letzten Moment dann geklärt und dann könnte es auch wieder schnell in die andere Richtung gehen. Brereton Diaz mit der Idee vorne für Berthe. Der aber kann das Ding nicht erreichen, weil die Verteidigung dann mittlerweile einigermaßen gut steht. Unsere tut das auch, zumindest bis hier. Hierhin. Aktueller Stand der Dinge, das ist der erste Abschluss, aber kein Problem für Alisson. Und jetzt muss er ran und das ist eine Riesenmöglichkeit für Milan. Alisson auf der Hut, der Ball kommt hier durch, Tomori hebt das Abseits auf und ein Riesenreflex mit dem Fuß verhindert das 1-1 für die Italiener. Die kommen jetzt über Lorenzo Pellegrini beim Eckball, der ist nicht ganz ungefährlich, wir sind da. Szoboszlai macht die Kugel fest und will es dann schnell nach vorne probieren, ist aber ein bisschen zu hektisch. Dadurch bringen wir Milan jetzt nach und nach ins Spiel, das müssen wir abstellen. Brereton Diaz wieder eingesetzt und das ist der Querbalken. Schöner Ball von Berthe in die Spitze. Und dann nimmt der Chilene das Ding runter und will ihn eigentlich voll perfekt in den Knick ballern. Geht leider nicht gut, denn die Kugel kommt vom Lattenkreuz zurück ins Spiel und führt jetzt hier zum direkten Gegenzug der Mailänder. Volles Risiko Kusunu und das ist gut gegangen. Wimmer tankt sich da durch und vielleicht gibt es jetzt mal wieder einen kleinen Entlastungsangriff für uns. Es ist die 68. Minute. Wir sind offensiv zumindest ein bisschen präsenter als noch davor. Milan zieht sich komischerweise jetzt aktuell ein bisschen zurück. Vielleicht aber auch nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Denn vielleicht wollen sie sich kurz auskurieren, ein bisschen wechseln und dann wieder aufs Gaspedal drücken. Ja, wäre meine Empfehlung für die Italiener. Denn noch liegen sie natürlich hinten. Mit der Bielefeld-Brille auf, sage ich aber, spielt bitte genauso weiter. Nicht nach vorne, denn dann ist dieses 1-0 natürlich stand jetzt das Endergebnis, was uns den Henkelpott bescheren würde. Das ist vermutlich abseits, der Ball wäre eh nicht ins Tor. Und es war hoffentlich abseits, war es nicht. 73. Das ist natürlich einfach zu schlampig Ende gespielt. Ende zu Ende gespielt. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann nicht mehr reden jetzt. Saka, Brereton Diaz und da oben haben wir Patrick Wimmer, der das richtig gut macht. Und der Mann ja prüft und der Nachschuss ist bei Milan. Die können nochmal aufbauen. 10 Minuten sind es jetzt noch. Fehler jetzt von Milan. Wimmer fängt die Kugel ab und dann soll schnell gehen über Brereton Diaz. Und dann legt er sich das Ding zu weit vor. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit. Saka ist mit dabei und wieder so fahrlässig die Kugel hergegeben. Es ist kein gutes Spiel von uns. Am Anfang sah es richtig gut aus. Mega vielversprechend. Da dachte ich, da holen wir das Ding. Das sieht jetzt immer noch danach aus, aber spielerisch haben wir abgebaut. Das war dann einfach nicht mehr gut. Jetzt kommt González gegen João Mario, die Kugel auf Außen, es ist die wirklich letzte Chance, der Ball ist bei uns und dann muss es das eigentlich gewesen sein, der Schiri pfeift ab, Milan 0, Bielefeld 1, es ist kein spektakuläres Finale gewesen, aber eins, das für uns erfolgreich lief und das ist primär jetzt alles, was zählt. Unser Kapitän, den sehen wir jetzt dann normalerweise gleich, mit der Nummer 20, Patrick Wimmer, Wimsi ist also da, hat die Binde um den Arm, den Henkelpott in der Hand und ragt den jetzt dann gleich in die Luft.
für den DSC Arminia Bielefeld. Und das haben wir uns verdient, gut gearbeitet, wirklich lange Zeit auch mit Europa zufrieden geben müssen. Dann aber unterm Strich haben wir dieses Finale gewonnen, wenn es auch wirklich schmeichelhaft war. Also Milan hätte sich mindestens mal die Verlängerung verdient gehabt. Aber gut, im Endeffekt ist es egal. Das Team, was mehr Tore schießt, hat dann auch recht. Und das sind Gott sei Dank wir. Und damit ist diese STG zu Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, macht's gut und ciao.